Alarmstufe Rot. Alle verfügbaren Superhelden zum Takikakasee. Ich mein's ernst, hier ist was im Busch. Wunderarsch, ich brauche deine Hilfe. Vampire haben meine Schwester Karen. Wir müssen sie retten. Steig in den DLC-Bus und komm her. Ich brauche dich. Okay, wir sind unterwegs. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Es wird Zeit. Wir schnappen uns die DLCs, die es für dieses Spiel gibt und werden jetzt endlich mal den DLC-Bus benutzen und die ganzen DLCs mal nachspielen. Ich weiß. Es hat lange gedauert, bis sie jetzt mal hier auf meinem Kanal kommen, aber ich habe damals gesagt, ich werde mir definitiv die DLCs für dieses Spiel holen und wenn ich das sage, dann ist das auch so. Aber, du hast doch auch gesagt, dass du die DLCs für Resident Evil 7 holen wirst. Ja, das habe ich. So, was haben wir denn hier zur Auswahl? Gefahrendeck. Im Gefahrendeck müssen sich die Spieler eine Reihe von ultimativen Kampfherausforderungen stellen. Diesen können sie exklusive Kostüme und Artefakte freistellen, okay? From Dusk till Casa Bonita. From Dusk till Casa Bonita enthält eine neue Geschichte, in der die Spieler sich mit dem coolen Mysterion zusammentun, um eine dämonische Präsenz in Casa Bonita zu bekämpfen. Vielleicht mache ich das zuerst. Bring den Crunch. Bring den Crunch liefert eine neue Geschichte und führt eine neue Superhelden. Oh. Eine neue Superheldenklasse? Wollen wir eine neue Superheldenklasse? Ich habe aber echt Bock auf Casa Bonita, muss ich sagen. Wir machen Casa Bonita. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Ja, Spiel, es ist fast März. Wenn ihr dieses Video seht, ist sogar März. Epische Artefakte, DNA, Kostüme, Rezepte und andere ausgesuchte Gegenstände, die in From Dusk till Casa Bonita verdient wurden, werden auf alle vorherigen zukünftigen Spielstände angewandt. Oh. Dein Team hat sich verändert. Okay. Ist kein Problem. Oh. Ich muss jetzt nochmal schauen, wen hatte ich jetzt dabei? Oh Gott, ich habe die Steuerung halt ungefähr gar nicht mehr im Kopf. Ah, oh, ich habe dieses Spiel ewig nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Viel zu lange nicht mehr. Verbündete. So, wen habe ich jetzt dabei? Okay, ich kann es nicht nachschauen. Ich habe jetzt nämlich nicht aufgepasst. Wir machen einfach mal 10% Rabattgutschein. Yes! Das hat sich schon mal gelohnt. Ein 10% Rabattgutschein. Casa Bonita wäre schon mal was. Klar, diese Klippenspringer waren echt was. Und halt's Maul! Ich will mehr Sopapillas. Warum kann ich die nicht schlagen? Oh, really? Da hättet ihr aber ruhig was machen können. Warum kann ich die nicht schlagen? Das war immer das Beste an South Park. Ich konnte die ganzen Passanten zusammenschlagen. Das war super. Ja, wenigstens die kann ich schlagen. Ganz ruhig. Hier drüben. Stirb! Hey, lass das! Auf dich ist Verlass. Die Vamps haben meine Schwester entführt und hierher gebracht. Wer weiß, was die mit dir anstellen. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Gut, wir müssen sie aufhalten. Manche glauben nicht an Vampire, aber es gibt sie wirklich. Ich weiß, South Park hat andere Probleme, aber ich muss meine Schwester beschützen. Aus dem Weg, Sterbliche. Casa Bonita wartet. Bevor wir reingehen, muss ich sehen, dass du klarkommst. Mach sie fertig, dann weiß ich, dass du bereit bist. Ich bin sowas von bereit. Ich bin so bereit, ich trage meine Unterhose über der Hose. Das einzige Mittel gegen die Nacht ist noch dunklere, nicht schwule Nacht. Deine Superkräfte allein reichen nicht. Du musst lernen, die Mächte der Unterwelt zu beherrschen, um diese Kreaturen zu besiegen. Okay. What the? Eine neue Klasse. Als Dämonenkind stehen dir einige düstere Moves zur Verfügung. Okay. Wir haben eine neue Klasse. Schnapp dir einen mit dem Geistergriff und dann schau gut hin. Das ist cool. Auch hier bekommen wir also eine neue Klasse. Das ist fantastisch. Was hat ein Geistergriff für eine Reichweite? Die geht straight geradeaus nach vorne. Oh, der auf angrenzende Gegner überspringt. Okay.
Es macht auch relativ viel Schaden. Fernangriff, okay. Ja, ich würde mal sagen, das ich bleibe ein bisschen auf Entfernung einfach. Wir probieren es jetzt einfach mal. Oh yeah. Er springt auf alle Gegner in der Nähe über. Cool, oder? Mega. Okay. Vom Vampir erwischt. Nein, geh weg. Geh weg, Vampirkind. Ich. Hör auf zu heilen. Kannst du mal bitte das Ketchup lassen? Du stößt eine ganze Gruppe zurück. Wie halt das ganze Ketchup, den ganzen Ketchup verschwenden? Habt ihr das gesehen? Der gehört zu Pommes. Wobei ich Pommes lieber mit Mayo esse. Jetzt hat er was gesagt. Der ist Pommes lieber mit Mayo als mit Ketchup. Um Gottes Willen, jetzt habe ich was gesagt. Stirbt ihr alle! Sehr gut, Wunderbar. Spür die Dunkelheit in dir. Ich spüre sie. Die Macht der Dunkle. Deine dritte Kraft variiert, je nachdem, ob sie Freund oder Feind trifft. Oh! Das ist geil! Das ist geil! Unterstützt dich oder einen Freund oder verflucht einen Gegner. Okay, ich will ihn mal verfluchen. Verteidigungsverringerung. Bring dich zu Ende. Als ob. Du bist toll. Zeit für deinen Ultimate, Wunderarsch. Okay, mein Ultimativer. Ich hoffe, ihr seid bereit für die Scheiße. Ich kann... Oh mein Gott, ich kann nicht alle auf einmal treffen. Unterkühlt Gegner, erhalte unheilige Kräfte. Also Unterkühlung ist schon mal sehr gut. Oh yeah. Finsteres Schicksal. Das Dämonenkind wird zum Tod, buchstäblich. Du bist jetzt 3 Runden lang verstärkt. Mehr macht es nicht. Es hat nicht mal Schaden zugefügt. Es hat nicht... Oh Gott. Was bedeutet verstärkt und wie viel bin ich verstärkt? Ist halt jetzt die Frage, um wie viel bin ich jetzt verstärkt? Das war unausweichlich. Oh yeah. Ja, es kommt halt drauf an, um wie viel der mich dann verstärkt. Der ultimative Finisher. Oh, wir haben Stufenaufstieg auf Level 12. Sehr schön. Okay, bringt mir halt nichts. Du bist bereit. Gehen wir rein und suchen Karen. Yeah. Mysterion hat sich angeschlossen. Die Dämonenkind-Klasse kann jetzt in allen Speicherständen benutzt werden. Geil! Ich finde das geil! Das ist ein DLC, wo sie einfach eine separate Story für machen. Aber dieses DLC kannst du dann auch in der normalen Story benutzen. Das finde ich mega, mega geil. Deine neue Dämonenkind-Kräfte werden von deiner DNS beeinflusst. Ist ja logisch. Alter, ist das gut! Ich wollte noch schauen. Kräfte. Ah, der hat halt alles Mögliche, weißt. Ah, der ist mit allem Möglichen halt bewandert. So. Und alle Gegner unterkühlt. Es ist halt... Er zeigt halt nicht an, inwiefern er unheilliche Kräfte verleiht. Was verstärkt er? Das wird er nicht angezeigt. Das ist schade. Deswegen will ich einen anderen ultimativen Finisher, muss ich sagen. Was habe ich eigentlich immer gehabt? Ich glaube, ich habe immer den Assassinen gehabt. Der war nämlich ziemlich geil. Der Assassine war schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, wir nehmen den Assassinen hier. Das klingt halt geil, der Seelenschlitzer. Ist halt richtig, richtig geil. Schaden und Rückstoß, das ist halt geil, weißt du? Das ist was, ja. Geistergriff ist eigentlich auch gar nicht mal schlecht, weil er halt auch überspringt. Ich meine, es ist nicht schlecht. Düsterschleier. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder bis auf Muskeln über.
Wir gehen mal wieder ein bisschen auf Muskeln über. Weißt du was? Wir spielen nur mit dem. Komm, das machen wir jetzt, okay? Das machen wir jetzt. Wir spielen einzig und allein mit dieser Klasse jetzt. Wenn Karen zu so einem Vampirspast wird, verzeih ich mir das nie. Niemals lassen wir das zu. Ich geh da mal rein. Die anderen interessieren mich nicht. Ich suche nach Karen. Ich auch. Hi. Stell dich hinten an. Halt dein Maul. Hey, und die alte Oma. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Der Klassiker. Und die eine ist schon wütend also, und schaut auf ihr Handy. Nein, das ist er nicht. Irgendwo. Nein, das ist er auch nicht. Schau, wie grumpy die schaut. Ich schau noch mal. Hey. Na? Nimm sie, Chef. Oh. Ich hab den Gutschein hier irgendwo. All you can eat tacos, Alter. Es ist, Nein, das ist er nicht. Irgendwo. Oh, hier gefällt's mir. Heilen. Was? Auch nicht. Okay, ich schau noch mal. Okay. Nimm sie, Chef. Warte mal, was soll ich jetzt damit? Das ist jetzt die Frage. Ich krieg Eis, okay. Nein, das ist er nicht. Okay, ich hab Eis bekommen. Brauche ich den nochmal irgendwo? Okay. Warte mal, ich kann das ja kaputt machen. Stück Sperrholz, als ob das als Sperrholz gemacht würde. Sorry, jeder Besucher über 2 Jahre muss einen Essensgutschein kaufen. Nur dann erlebst du die Magie von Casa Bonita. Ganz recht, mit einem Ticket für nur $17 kriegst du authentisches mexikanisches Essen, todesmutige Klippenspringer, Blackbarts Höhle und noch viel mehr. Wow, das klingt großartig. Komm einfach zurück, wenn du so ein Ticket hast und all das gehört dir. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Lass dir was einfallen. Karen hat nicht mehr viel Zeit. Ist das gut? Oh, ich hab den. Oh, ist das gut? Casa Bonita Speisekarte. Nein, das oh, würde ich ja gerne mal mitmachen. Irgendwo. Nein, das ist da auch. Nicht. Wie ging das jetzt? So. Hey, ich versuche hier zu arbeiten. Ich will. Stell dich hinten an. So viel Geld habe ich nicht. Wir müssen anders reinkommen. Wenn du es mir auslegst, werde ich dir vermutlich nie zurückzahlen. Du musst dich da irgendwie reinfurzen können. Nehmen Sie Schecks. Habe ich das Geld? Ich weiß nicht, ob ich das Geld habe. Oh, ich habe den Gutschein hier irgendwo. Wahnsinn. Diese armen Irren wissen nicht mal, dass Vampire unter ihnen sind. Wir müssen sie endgültig aufhalten. Da, Vampire. Liebe Mitvampire. Wir haben uns hier versammelt, in dieser Stunde der Finsternis, versammelt, um meinen Geburtstag zu feiern. Nee! Laben wir uns am Blut eines alkoholfreien Erdbeer-Daikiris. Ich will ein! Da ist Karen! Oh nein! Ihre Haare und ihre Kleidung! Die Verwandlung ist schon im Gange! Los, bevor es zu spät ist! Oh, ist das herrlich. Ich hau mich mit Kohlehydraten voll und dann mache ich alle beim Skiball fertig. Verlasst euch drauf. Mach das, du fette Stück Scheiße. Chiquita. Chiquita, der Gorilla ist ein echter Gorilla. Ja, ja, es sind alles... Wie gemein. Oh, ist das herrlich. Ich freue mich schon auf Blackbarts Höhle. Aber sie soll gruselig sein. Nehmen Sie Schex. Ich glaube, ich muss das dem auslegen, oder? Kann oh, das sein? Ich hab den Gutschein hier irgendwo. Vielleicht kann ich die Tacos auch in Salatblättern haben. Also... Was? Also, mal sehen. Nein. Was? Was? Du willst... Irgendwo... Alter. Au, entschuldige auf. Dich für diese Aussage! Kollaterale Schaden, die Oma kriegt's auch ab. Holt euch ein Ticket fürs All You Can Eat. Okay. Gehen wir rein. Okay. Oh, du hast ein Essensticket hereinspaziert. Gut gemacht, komm. Entschuldigen Sie. Oh, ich hab den Gutschein. Will ein Selfie machen. Wie ging das jetzt nochmal? Yes! Also, mal sehen. Nein. Omi, willst du ein Selfie machen? Nehmen Sie Checks. Nö. Oh Gott, ich freue mich. Los! Oh. Ja. Hab ich gerade Cartman gehört? Ha ha ha.
Wir sind die Brovslavskis! Ehrlich. Ist sonst noch jemand hier? Und eine Terrence Philip Tasche. Die will ich gerne mal. Ah, Wiederbelebung. Sehr schön. Wiederbelebung ist immer gut. Bist du verrückt? Nicht bei so einem Absturz. Ich will Blackbarts Höhle sehen. Aber sie ist geschlossen. Das haben wir gleich. Jo, Digga! Zwing mich nicht aus der Rolle zu fallen. Gib dem Reinemachtrupp einen Moment. Dann geht's weiter. Reine Machttrupp, okay. Ich nenne sowas eigentlich Putzfrau, aber ist okay, ist okay. Jeder kann es nennen, wie man will. Ist okay. So, jetzt mal ein bisschen umschauen hier. Oh, ich freue mich so. Oh, yes! Oh, yes! Bano de hombres. Oh, yes, eine Toilette, die wir zuscheißen können. Das hat mir gefehlt. Los geht's! Ah! Ja, wir müssen Druck aufbauen. Raus mit der Scheiße! Das hat mir so sehr gefehlt. Mal reinschauen. Nein, halt, ich wollte nicht nochmal. Ich wollte meine Hinterlassenschaften begutachten. So machen wir Männer das, Entschuldigung. Es ist wichtig. Wir müssen immer checken, was wir hinterlassen haben. Das ist wichtig. Ich meine, die männlichen Zuschauer werden es verstehen. Die weiblichen vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht jeder männliche. Ich finde es übrigens cool bei dem Outfit, dass man halt so eiskalt sieht, wie die Hörner mit Tesa draufgeklebt sind. Oh yes! Eine neue Toilette zum Zuschießen. Ja, der kleine Quieker. Yes! Raus damit! Wunderbar! Immer schön anschauen. Yes! Hi! Oh yes, ich kann dir die ganzen Toiletten zuscheißen. Okay. Yes! Ja, wieder ein bisschen Druck aufbauen hier. Raus damit! Druck aufbauen. Letzte Runde. Oh mein Gott. Ah, das unanständige Dampfschiff. Wunderbar. Es hat mir so gefehlt. Die Stinkwurst. Bio gefahren. Gut, sehr gut. Und ich habe Geld auf der Toilette gefunden. Ist okay. Kann ich das aufmachen hier? Warum will ich es überhaupt aufmachen? Lass dir Zeit. Wir stellen unsere Gäste seit 40 Jahren zufrieden. Yes. Okay. Honigsuppei Pila. Heilt und verlangsamt ein Teammitglied, füllt die Ultimativanzeige. Aber es verlangsamt. Aber es füllt die Ultimativanzeige. Garantiert ohne Wertverlust. Kaufen wir mal ein paar. Stellt beim gewählten Team eine mittlere Menge Gesunde wieder her. Ja, wir müssen kaufen. So. Erzähl all deinen Freunden von dieser Erfahrung. Bisschen einkaufen hier mal. Yes. Hi. Alter, ich bin's, Human Kite. Ich bin undercover. Aber wenn du mich brauchst, tue ich, was ich kann. Ich kam in dieses Universum, um mit meinen Verwandten zu speisen. Aber von Mexikanisch kriege ich Sodbrennen. Deshalb esse ich nur Salat. Ich hab meinen Drachen dabei, aber Humankind nicht. Also wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir, okay? Das ist so herrlich. Alles für meinen besten Superfreund. Ich meine nach dir, Kyle. Das ist so herrlich. Es ist so herrlich. Oh. Jetzt sehe ich gerade das Cartman. Natürlich ist er im Gefängnis. Wo denn sonst? Warte mal, kann ich ihn... Rowan,
Was machst du da drin? Ich habe den Vampirbefall hier in Casa Bonita untersucht. Aber dann hat man mich erwischt. Du musst mir helfen. Mach ein Bild von mir, wie ich im Gefängnis bin und stell's auf Instagram. Fick dich, Arschloch. Fick du dich, Arschloch. Mach schon, ich gehe nicht ohne mein Erinnerungsfoto. Bring die Kamera in Position für Erinnerungsfotos. Ist das herrlich. Ja, gut. Ja, oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. Geil, das wird auf Instagram großartig aussehen. Danke, Wunderarsch. Ich weiß, du bist auch hier, um die Vampkids aufzuhalten. Und ich werde dir helfen, so gut ich kann. Oh mein Gott, ich liebe diesen Scheiß. Ich habe dieses Spiel so lange nicht mehr gespielt. Viel zu lange nicht mehr. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Oh, ein Hut! Yes! Also ich denke mal, Hut ist immer gut. Wollen wir den mal... Warte mal, Kostüm? Hut, Hut. Yes! Ich meine... Entschuldigung! Yes! Es ist der Hut! Den Rest lassen wir mal so. Den Hut lasse ich mir nicht nehmen, Entschuldigung. Ich will in die Spielhalle. Ich will so bei Piers. Ich meine, wer mich kennt, der weiß es. Ich liebe Hüte. Ich bin ein großer Hut-Fan. Ich fasse es nicht, dass sie Klippenspringer haben in einem Restaurant. Klar doch. Mach ein Selfie mit mir. Gut. Warte mal, macht die eine jetzt ein Selfie mit mir? Ich glaube, die hat noch nie ein Selfie mit mir gemacht, oder? Ein Selfie? Nein. War ja klar. Oh, da oben sind Titten. Oh, das sind die Vampkids, okay. Das sind wohl auch die letzten Vampkids da. Lasst uns anfangen. Kids, bereit für die Geburtstagsparty aller Zeiten. Wir haben tolle Überraschungen. Das wird so cool, ihr werdet es lieben. Hat da einer Rede gesagt? Okay. Oh Mann. Ich bin zwar ein Polizist und Mike Stiefvater, aber meine Leidenschaft ist Comedy. Wer will einen Witz hören? Geht James Lutz auf ein Date mit einer Frau in seinem Alter? Lustig nicht, das war die Pointe. Okay, wer will Erdbeer-Daiquiris? Weg von dem Mädchen! Ich rette dich, Karen. Ich lasse dich nicht zu einer von denen werden. Hey, wir wollen nur ihre Freunde sein. Gut, ich versohle euch nur schnell den Arsch. Ah, ich liebe es. Vampkids, vernichtet sie! Oh, ist das... Nein! Oh nein! Ihr werdet nicht entkommen. Ich werde euch nicht entkommen lassen. Bitteschön! Mit meinem Geistergriff! Den konnte ich ja bis hier spüren. Ja, Geistergriff ist gut. Ich wette, die Party ist morgen da. Warte mal, lass dem... Ich wollte, würde mal sagen... hör mal auf anzugreifen, bitte. So. Einmal noch, einmal noch. Yes. Der Furz hatte es so richtig in sich. Okay. Hörst du auf, mich anzugreifen, bitte? Du Eisdrauf, wir haben doch alle Spaß. Hey, wir haben alle Spaß, wir haben alle Spaß. Okay, er ist tot. Bis zu dem reicht's nicht. Ach, komm schon, Kuhn. Muss das denn sein? Wir sind ewig. Wir sind Millionen. Das ist so schwul. Ist es nicht. Ist es volle Kanne. Können wir aufhören, und mich anzugreifen? Das ist doch jetzt mal eine Party, was? Okay, Mysterion. Ich würde mal sagen, machen wir mal so. Keine Gnade. Und tschüss. Yes. Auf sie, Wunderarsch. Warte mal, ich kann doch dann sicher so. Yes, dann kriege ich beide. Und tschüss! Ich geb's zu, du hast Potenzial. Ich bin besser als du, Kuhn. Ausschalt! Was ist? Die Vampirin da drüben! Warum kämpft sie nicht? Zum letzten Mal! Nicht ein Scheiß-Vamp! Und was ist der Unterschied? Der Unterschied?
Schau uns doch an. Ich rauche eine Zigarette. Wir haben den gleichen Feind, die Vamps. Bekämpfen wir sie gemeinsam. Also gut, aber ich ziehe kein schwules Kostüm an. Publikum, ihr habt das Showbiz echt drauf. Oh, ist das herrlich. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Okay. Henrietta kämpft mit. Was macht die denn? Verleiht Angriffsstärkung, Schutz und Reinigung. Das klingt gut. Heilt das Ziel und gibt ihm Flächenlebensraum. Und Feuerschaden. Feuerschaden ist immer gut. Aber ich denke mal, ein bisschen Heilung. Gott, ich hasse Motto-Partys. Bisschen Heilung können wir immer mal gebrauchen. Lobe Satan. Was? Verstärkt den Kuhn, nicht den Wunderarsch. Halt's Maul, Cartman. Halt einfach dein Maul. Yes. Was ist das, so Papier? Was ist das? Ich will auch sowas. Das ist was zum Essen. Ich will auch was zum Essen. Das sind die Kampfhandschuhe der Alten. Okay, somit machen wir bei beiden Schaden. Angriff aus dem Hinterhalt. Yes! Ich glaube, das will ich auch lernen. Ich glaube, das war sehr, sehr guter Schaden sogar. Ich will euer Kind haben. Dein Leben ist mein. Nicht nur ich hab hier einen Schaden. Stillhalten, bitte. Alter, kannst du mal aufhören, uns alle anzugreifen? Leben ist leiden. Die sterblichen Narren gehören mir. Ja, die sterblich. Diener der Nacht anzugreifen? Wie kannst du es wagen? Los geht's, Furzlaut. Ja, aber er hat halt nicht so einen guten Ultimate, weißt? Also ich finde halt seinen Ultimate jetzt nicht so pralle, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich da irgendwie... So kriege ich beide down. Das ist doch definitiv eine Sache, die ich haben will. Tschüss! Yes! Ihr Kids seid richtig bei der Sache hier. Echt große Klasse. So. Oh! Die hat einen unglaublich guten... Wow! Er schädigt nicht nur alle Gegner, sondern heilt alle Verbündeten. Das ist geil. Willst du echt einen Schmerz? War ja klar. Wenn man düstere Freunde hat. Ganz recht. Fuck, ist die overpowered. Okay, Krieg sie da drüben aber nicht down. Weil sie ist halt als nächstes dran und das ist halt das, ja. Dann machen wir erstmal die hier down. Der ganze Rest noch vor uns. Ihr haltet uns nicht auf. Oh doch. Das sah schmerzhaft aus. Davon verstehe ich was. Ich habe schlechte Nachrichten zur Unsterblichkeit. Ich hoffe, du bist bereit für die Scheiße. Ins Gesicht. Das war befriedigend. Mann, sei mal locker. Yes. Buch der Teleportation. Also, Charakterbogen von Henrietta. Stimmt, den hatten wir noch gar nicht. Logisch, weil wir konnten noch nie mit ihr kämpfen. Das ist geil. Henrietta kann jetzt ein Alt... Oh, Alter, sie ist jetzt über... Oh mein Gott. Was hast du gefunden? Das ist eine Art Medaillon. Das Vampirrelikt. Los, Karen ist da drin. Abgesperrt. Wow, ihr habt eins der Vampirrelikte für die Schnitzeljagd gefunden. Noch drei, dann dürft ihr in den Partyraum. VIP only. Cool, oder? Habe ich mir selbst ausgedacht. Wir haben Spaß. Meine Schwester ist da drin. Können Sie nicht einfach aufsperren? Sorry, auf der Tür liegt ein Schutzzauber der Vampire. Ihr müsst die Schnitzeljagd abschließen, wenn ihr rein wollt. Ach, komm, suchen wir den Rest von den Relikten. Oh, ist das absolut herrlich. Henry hat als Verbündeter freigeschalten. Ich denke mal, das ist sehr, sehr gut. Weil die ist echt stark.
fuck. Henrietta ist mega stark. Vor allem halt die Ultimative, der ist halt immer ein bisschen Geld abheben hier. Dankeschön. So. Soll ich dich reinschubsen? Hast du Kleingeld? Für meinen nächsten Wunsch brauche ich echt viele Münzen. Okay. Ich kann aber kein... Fettsack, du sollst mir helfen und nicht fressen! Jag weiter. Der Kuhn hat dieses Gebiet abgeriegelt. So typisch. Es ist... Oh, ich will auch essen. Ich habe das Ding in Arschkracher-Chili-Soße getränkt. Und? Such dir lieber schnell eine Toilette. Spezialauftrag, finde eine Toilette. Nein! 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 Auf die Juden! Alles auf die Juden! Nein! Ich muss schnell auf die Damentoilette! Wichtig, Damentoilette. Warum muss der bei der Damentoilette eigentlich so lange laden? Oh nein! What the... what the fucking... Was ist das? Was ist das? Nein! Ah, Rohrtorpedo! Oh, nicht übel! Was ist das? What the fuck? Steig auf die Bremse! Torpedoreiter. Schurzfiesta, okay?